Hi Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play One Piece Pirate Warriors 3. Wir sind in Kapitel 1, Episode 3, der Anfang der Legende angekommen. Und ja, es heißt Loke Town, nicht Rogue Town, nicht Vollidiot, da unten steht sogar auf dem Schild. Und wir gehen hinein. Ich wusste doch, dass das ganze Kapitel hier abschließt. Wir können nach wie vor nicht Nami spielen. Warum können wir Nami nicht spielen? Die ist jetzt offizielles Mitglied unserer Crew. Kann nicht wahr sein. Okay, für mich vollkommen unverständlich, warum wir Nami nicht spielen können. Eigentlich hätte ich die jetzt für dieses Kapitel hier eingeplant. Ist nicht möglich, also müssen wir Ruffy spielen. Wir werden das ganze Wachstum auf Level 12 ballern, denn das Level hier ist ab Level 12 empfohlen. Deswegen machen wir erstmal schnell. Münzen verwenden wir auch mal alle, die wir haben. Wenn wir überhaupt noch welche einsetzen können. Ja, Sanji-Münzen können wir noch einsetzen. Haben wir da denn genug? Ja, genau 3. Perfekt. Und wir haben sogar schon 2 Franky-Münzen, wo wir die auch immer hier haben. Ich weiß es nicht. Ja, ansonsten hier Bruno und ja, Crocodile, Warpool, Robin, Lapin, Bellamy, Enel, Smoker. Ja, Mr. Two ist auch toll. Ja, hier Lucky und nochmal Bruno in Gold. Das werden wir alles mal so schnell nicht hinkriegen. Ist mir egal, wir spielen als Ruffy und los geht's. Und wieder mal eine Szene, bei der die Aufzeichnung unterbrochen wird. Was unglaublich nervt, diese blöde Mitteilung. Hier fing alles an, die Epoche der Piraten. Kapitel 1, Episode 5, Anfang der Legende. Da steht sogar offizielles Mitglied der Crew. Dann gib sie mir auch. ナミが公開しとして正式に仲間に加わり、総勢5人になった麦わらの一味。ダシ。クリークアーロンと名だたる大物海賊を倒したルフィの名は海軍本部にも伝わり、イーストブルー最高額の3000万ベリーの懸賞金がかけられた。晴れてお尋ね者となり、上機嫌のルフィと麦わらの一味は。 グランドラインのほど近く、かつての海賊王ゴールドロジャーが生まれた町、ローグタウンに立ち寄る。仲間は長い航海に備えて買い物に出たが、ルフィだけは町の広場に足を向けた。その場所こそ海賊王ゴールドロジャーが最後の時を迎えた場所だった。うはー！これが海賊王の見た景色。そして死んだのか。 Hallo Buggy. Und jetzt ist sie da auch richtig. Hier gehört sie nämlich hin. いかがず、いい度胸だな、このストンキョウが。これからてめえの公開処刑を始める。ギャーハハハ、光栄だろう。海賊王と同じ場所だ。あ、スモーカー大佐、田尻総長。なるほど。 海賊同士のいざこざか。すぐに突撃を。バカ、慌てんな。俺がこの町から海賊を逃がしたことがあるか。これより派手死刑を公開執行する。 私の見込んだ男もここまでか。最後に何か言っとくか。まあいいさ、どうせ誰も貴様に興味ないだろ。俺は海賊王になる男だ。言いたいことはそれだけだな、クソゴム。 その死刑、待て！サンジ、ゾロ！来たな、ゾロ。だが一足遅かったな。とにかくあの処刑台を壊すんだ。分かってるよ。やっちまいな、お前たち。そこでじっくり見物してやがれ。てめえらの船長はこれにて終了だ。全体、戦闘中。
Danke, Vater. Na dann, auf geht's. Alle dabei, obwohl wir Namen nicht steuern können. Das ist wunderbar. Ein Komma aus Loketown. Einer der Strohpiraten flieht über Loketown Hafen, wird eingenommen, hä? Ach, Niederlage. Einer der Strohpiraten flieht oder Loketown Hafen wird eingenommen. Wir dürfen also nicht den Platz da verlieren und keiner von uns darf draufgehen. Das ist eigentlich so eine grundsätzliche Thematik. Wenn verbündet ihr noch wenige Sitter, fahren wir statt ein grüner Kreis. Gibt in diesem Wettbewerb, das wissen wir bereits. Machen wir mal erstmal hier ein paar Kommandantenplatz, würde ich vorschlagen, ne? Auch wenn die Basenkommandanten damit nicht gemeint sind. Das ist unser erstes Ziel, wo erstmal die Marine, wie sie aussieht. Und deswegen dürfen wir wahrscheinlich bereits schon gegen ihr wieder kämpfen. Weil es hier nur gegen der Kampf gegen die Piraten nachgespielt wird und der gegen Buggy und Co. einfach mal ausgelassen wird. Die Story ist wohl echt nur auf die... Ja, weil die Story wirklich so umfangreich ist in diesem Spiel, wenn man wirklich alles von Anfang bis Ende darstellen will, wird die Story wohl wirklich nur sehr, sehr, sehr grob in-game dargestellt. Und dann durch wohl viele Punkte einfach ausgelassen, die, oder einfach nur kurz in Zwischensequenzen nebensächlich mal erwähnt. Wie gesagt, so ein paar wichtige Charaktere wie Helmepo oder sowas wurden gar nicht erwähnt und nicht mal namentlich. Aber ansonsten wäre es vielleicht auch einfach zu viel geworden, wenn man noch die Traummissionen zusätzlich mit reinballert und so weiter und so fort. Dafür muss ich aber erstmal gucken, wie umfangreich die Traummissionen sind. Denn wenn ich mir bei Pirate Warriors 2 angucke, dann war es ein unfassbar umfangreiches Spiel. Und sicherlich auch eines der längsten, die ich bislang, der längsten Let's Plays, die ich bislang auf meinem Channel hatte. Aber wie viele Parts waren das? Irgendwie 67 oder sowas? Ich glaube irgendwas mit 60. Und dabei hatten wir teilweise auch Parts, die... Oh, da steht die Yellow. Dabei hatten wir teilweise auch Parts, die, ja, in die Stundenlänge gingen. Das war da nichts Ungewöhnliches. Hallo, ich habe X gedrückt. Das sollte doch eigentlich abbrechen, Mann. Sehr schön. Weg, Tashigi. Ja, und das ist, denke ich mal, von Singleplayer-Let's Plays her auf jeden Fall eines der längsten Let's Plays auf unserem Channel. Und wie gesagt, durch allein die ganzen Freundesmissionen, die es da gab, war das unfassbar lang. Und deswegen bin ich einfach mal gespannt, wie umfangreich die Traummission wird, weil ich hätte eigentlich erwartet von einem Nachfolger eines Spiels, dass dieses dann auch nicht nur von der Anzahl der Charaktere, sondern auch von der Länge des Spiels einen höheren Umfang hat. Aber das muss mir das Spiel erst nochmal beweisen. Oh, Smoker, du bist schon da. Wunderschönen guten Tag. Ich glaube, ich gucke in die falsche Richtung, oder? Nee, war richtig. Sehr schön. Na, nimm das! Oder Haki hat man als, ja, jemand gegen so eine Teufelsfrucht ein paar Probleme, sagen wir mal. Jetzt schon der Windstoß? Moment, das heißt, jetzt kommt schon die Flucht? Und dann ist das Kapitel doch eigentlich vorbei. So kann man es nennen, Smoker. Wie gesagt, danke, Vater.
So. Aber was Mocker doch besiegt, auch wenn wir es gar nicht mussten. Wie geil, jetzt kommt ja eigentlich nur auf die Flucht und dann war es das schon. Nehmt trotzdem den östlichen Geschützplatz hier einfach mal mit, weil wir gerade da sind. So, dann helfen wir mal unserer Crew kurz. Na, nimm das mit. So. Wunderbar. Wir sind vom Platz entkommen. Brauchen wir da Verstärkung? Da müssen wir doch gar nicht lang, oder? Müssen wir nicht den Ausrufezeichen? Ja, ich sehe auch schon dafür, dass alle in Sicherheit sind. Was sind denn das für Ausrufezeichen hier? Eine Art Blitzableiter. Heißt das, wenn wir die besiegen oder vernichten alle, dann... Dann ist uns doch jemand zur Hilfe gekommen. Ah, da ist doch Buggy. Ich wusste es doch, dass wir doch... Was wäre denn das für ein Loketown-Kapitel ohne Buggy und dann wieder? Schön. Wir wollen den westlichen Platz nochmal schnell. Hey, hier wieder 200 Berry, toll. Kann jetzt mal einen Piratenkapitän da besiegen, bitte? Okay, dann mache ich es halt selber. Warum läuft denn da unten einer lang? Ah, wieder, schon wieder da. So, jetzt haben wir alle von den Dingern zumindest zerstört. Ich komme gleich wieder, Jungs. Muss mich da unten mal kurz nochmal wieder kümmern. Warum ist er? Hallo. Warum Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen? Die kennen die Frau schon. Die haben wir im ersten Kapitel schon kennengelernt. Damals hatte die auch den Namen mal wieder.私がそうだっつってんだよ。私は悪魔の身を食べて変わったのさ。この海で一番美しいもの、それが私さ。この世界に私に跟まずかない男はいないんだ。ノップ、ルフィ。うるせえ、嫌だ。 So. Oh, ich wollte schon sagen, das wäre jetzt aber ein ganz schöner Spielfehler gewesen. Beinahe hätte Sanji tatsächlich wieder geschlagen. Oder? Nein, es geht nicht. Ich wusste schon. Das wäre ein Spielfehler gewesen. Aber tatsächlich ist
kann Sanji keine Frauen schlagen. Das haben sie echt gut umgesetzt. Er schlägt einfach durch sie durch. Und weg. So, da ich mit Lissop keinen Bock habe zu kämpfen, sammle ich mit Lissop das Ding ein und kann dann nur noch mit Sanji hier. So, Sanji, du kannst weg. Die Frau ist erledigt. Du kannst wieder gehen. Okay, nehmen wir den südlichen Platz noch kurz mit. Buggy ist ganz unten links. Den können wir ja sicherlich nicht einfach so auslassen, oder? Den müssen wir doch bestimmt noch mitnehmen. Sanji hat Verbündete mit Essen geheilt, alles klar. Ah, die Attacke war neu. Sehr schön. Okay, da haben wir jetzt ja schon fast alle Gebiete eingenommen, die man einnehmen kann. Mit der Sanji da gerade Probleme, oder warum blinkt der jetzt rot? Warum blinkst du rot auf der Map? Aber jetzt gerade in der Heldenpower aktiviert das oder was? Toll, gut, dass ich jetzt nochmal zurückgelaufen bin. So, ja, wer auch immer da gerade kämpft, ich komme jetzt zur Hilfe. Nami. Aber scheint tatsächlich so zu sein, nachdem wir alle Blitzableiter erledigt haben, scheinen die Blitze ein bisschen uns zu helfen. Aber wie gesagt, mich wundert es immer noch, dass wir Nami nicht mitnehmen können. Und Nami auch nicht spielen können. Ah, wahrscheinlich, weil wir den Klimataktstock noch nicht freigeschaltet haben, oder? Und ihr komplettes Moveset auf den Klimataktstock ausgelegt ist. Und den kriegt sie ja erst in Alabaster, wenn ich mich recht im Sinne. Das könnte tatsächlich der Grund sein, dass wir so lange Nami nicht spielen können, weil ihr kompletter Moveset halt auf den Klimataktstock ausgelegt ist und der noch nicht freigeschaltet ist. Na also. So, damit müssen wir doch jetzt eigentlich fast alle evakuiert haben, oder? Wie und ob man Buggy jetzt da unten dann noch erledigen kann, weiß ich jetzt natürlich nicht. Weil der ist auf der Map aufgetaucht, aber ist nicht zugänglich. Genauso wie der Kampf gegen Smoker eigentlich nicht wirklich eines Endkampfes würdig war. Aber in Wirklichkeit besiegt man Smoker hier ja auch nicht. Weil Ruffy halt ohne Haki keine Chance hat. Kommt ihr jetzt alle mit? Lissop und Nami und Zoro ist ja schon fast da, obwohl ich mich wundere, dass ausgerechnet Zoro schon fast da ist und Sanji ist auch noch relativ weit weg. Ihr wollt es doch hier versammeln, kommt! Oh, Sanji, komm doch jetzt her! Bewegen die sich überhaupt noch? Ja, Nami ist erster. Schön. Wie sieht's mit Zoro aus? Kommst du langsam mal? Was ist da für ein komischer Kack auf dem Kopf? Jetzt lauf! Nami ist schon da. So, Lissab ist auch fast da. Er bewegt sich auch nicht mehr. Sanji ist auch wütend wie alle anderen, aber der läuft zumindest noch. Okay, Sanji ist dann wohl Nummer 2. Jawohl. Na also, Mission erfolgreich.
Aber wir können es doch bewegen, das heißt, das Spiel ist noch nicht vorbei. その通りだ。スモーク。この白領のスモーク。本部大佐の名にかけて、てめえら絶対に島から出さねえぞ。 Dann gibt's wird auch noch einen Kampf gegen Smoker, obwohl der Windstoß eigentlich damals in der echten Story ja quasi der Grund war, warum wir dann fliehen konnten letztendlich. So. Dann die Kontrolle über das Hafenlagerhaus. Um den Typen da auszuwischen. Und jetzt greift auch Buggy nochmal ein. Hier ist Tashigi. Schatzereignis. Weil wir die ganzen Blitzableiter erledigt haben, oder was? Ah, tatsächlich. ふざけんな。それじゃ俺様が雷を怖がって見てじゃねえか。失礼しやした。ではまっすぐ。まって。奴らは豪気な俺様ならばまっすぐに突っ込んでくると思うはず。ここは奴らの裏を書いて遠回りするのも悪かねえ。やはー。さっさと行くぞ野郎ども。船長。 Wunderbar. Okay. Nimm das. Und so. Und jetzt ist die Schwachstelle offengelegt. Wunderbar. Schau, Tashigi! Muss sich die Kommandanten da eigentlich noch aufhalten, bevor die uns zu nahe kommen? Alter, hau ab! Okay. この刀は渡せねえんだよ。どうあってもな。じゃあな、先を急ぐんだ。なぜ切らない？私が女だからですか？男より力がないからって真剣勝負に手を抜かれては屈辱です。いっそ
男に生まれたかったなんて気持ち。あなたには分からないでしょうけど。私は遊びで刀を持っているわけじゃない。てめえの存在が気に食わねえ。お前のその顔、昔死んだ俺の親友にそっくりなんだ。前にあいつと同じようなこと言いやがって。何をそんな子供みたいな。真似すんじゃねえよ、このパクリ女が。失礼な。私は私で、私のままに生きてるんです。あなたの友達がどんな人かは知りませんけど、侵害は私の方です。そっちがパクリじゃないんですか。 Okay, hätten wir den Abschnitt auch mal kurz gehabt da eben. Jetzt geht es uns aber gleich erstmal darum, dass Buggy den kleinen Umweg durchs Marinehauptquartier nimmt, wie es aussieht. Sehr schlauer Schachzug von ihm. So, hier braucht ihr erstmal nicht meine Probleme, ne? Die ganzen Kommandanten hier sind erstmal ausgeschaltet. Also wir nehmen das noch kurz mit und kümmern uns hier ums Gebiet. Wunderbar. Dann schauen wir mal, was Buggy da unten noch treibt. So. Und da ist er doch schon. Buggy der Clown erneut. Gegen dich, mein Freund. Weg. Nur Smoker, da wären es nur noch wir beide, oder wie? Der Longtown-Hafen wurde verteidigt. So, damit ist er schon mal weg. Oh, Smoker ist da oben erschienen. Verdammt! Da bin ich hier aber falsch! Ich komme, Smoker! Lass bitte unser Schiff in Ruhe, wäre ganz nett von dir. So, da sind wir denn auch. Oh, verdammt. Das war ein guter Start von dir, gebe ich zu. Okay, das war ein noch besserer Start dazu, das gebe ich zu. Okay, dann machen wir mal so. Leider hat sich Lissab eben zurückgezogen. Jetzt hätten wir hier so eine Art Dreierkombo wieder starten können. Logik-Charaktere sind unverwundbar durch normale Angriffe, solange sie verwandelt sind. Erst wenn die K.O.-Balken auf Null sind, verwandeln sie zurück, können wieder getroffen werden. Wenn ein Schocksymbol während einer Lücke im Angriff des Gegners erscheint, ist seine Logik-Fähigkeit aufgehoben. Normale Angriffe können ihn währenddessen verwunden. Das finde ich ja super. Danke, dass wir gerne Logik-Charakter kämpfen dürfen. So, jetzt aber. Sehr schön. Dann nimm das, Smoker.
この先何をしてかすかわからねえ。ここで必ず潰す。こいつすげえぜ。でもここで捕まるわけにはいかねえ。俺の部下に手出してんじゃねえよ。 Was soll denn das? Warum nimmt deine Heldenfähigkeit oben nicht ab? Wenn ich überhaupt die treffe, oder was? Aber wenn ich die treffe, verlierst du kein Leben. Wie bescheuert ist das denn? Ganz logische Charaktere. Kacke! Ah, na also. Und nimm das!指図するな。そう言っとけ。あの光を見て。島の灯台か。導きの日。あの光の先にグランドラインの入り口がある。どうする？しかし、お前何もこんな嵐の中を。なあ、よっしゃ。 グランドラインに船を浮かべる新数式でもやろうか。うえい。俺はウォールブルーを見つけるために。俺は海賊王。俺は大剣豪に。私は世界地図を描くため。俺は勇敢なる海の戦士になるためだ。行くぞグランドライン。 To be continued. Yattana! Was besiegt die Gegner nur B? Wir haben 2300 fucking Gegner besiegt. Wie viel soll ich denn hier noch verprügeln? Ja, wow. Okay, da muss man wohl eine ganze Menge Gegner erledigen eigentlich in diesem Kapitel. Egal, wir sind ein Level im Kapitel aufgestiegen und jetzt nochmal eins danach. Dann sind wir eigentlich in unserem normalen Rhythmus mit drin. Aber noch nicht mal 50% hiervon. Wir kriegen nur Smoker-Münzen, keine Tashigi-Münzen. Jetzt könnte Sanji und Lissab aber eigentlich beide mal Stufe 2 erreicht haben. Ist auch so tatsächlich, endlich. Pünktlich zur Grand Line ist unser komplette Crew auf dem Maximallevel. Aber passen wir überhaupt alle Crewmitglieder rein, wenn da jetzt noch Chopper, Robin, Frankie und Brooke reinkommen? Das wird eng mit der Liste da, oder? Da passen noch keine neuen Charaktere nebeneinander. Na, wird das Spiel schon etwas einfallen lassen. Wir machen doch einfach eine zweite Reihe, man weiß es nicht. So, wir setzen für Ruffy natürlich automatisch Münzen ein. Das wäre in diesem Fall nur Smoker. Die nehmen wir dann beide. Und unsere Gesundheit ist natürlich weiterhin erhöht. Chopper, der Typ aus Skype, dessen Namen ich mir nicht merken kann. Und Luffy. Weisheit des Kapitäns. Bezüglich 600 Feinde in einem einzigen Kampf als Ruffy. Die Leistung wird werden, glaube ich, wird sich von selbst. Das nehme ich gern mit. Und erhöhe Lissabs Crew-Level auf 2. Weisheit des Scharfschützen. Schaden weit entfernten Gegner wird erhöht. Auch praktisch. Und ja, wir wollen noch ein paar Berry mit. Smoker kann jetzt im freien Lock und Traumlock ausgewählt werden. Alles klar, sind Kuro und Don Creek beides keine spielbaren Charaktere, genauso wie Elvira, oder wie? Weil die haben wir alle nicht freigeschaltet, nachdem wir sie besiegt haben. Merkwürdig. Auf geht's, die Grand Line. Du hast deinen Rettungsgesuch von einem anderen Spieler erhalten. Das ist natürlich praktisch. Wo haben wir es denn? Hier. Und wie immer wurden die Sitze vom Host beendet. Das ist ja super. Total toll. Irgendjemand scheint da festzuhängen. Wer ist denn diese Vivi, die da spricht? Die haben wir noch gar nicht kennengelernt. Warum spricht die jetzt mit uns?
Vollkommen egal, was ich eigentlich sagen wollte, ist, beim nächsten Mal starten wir dann mit Kapitel 2 endlich auf der Grand Line. Und was machen wir? Gleich mal frisch angekommen auf der Grand Line. Wir holen zurück unser nächstes Teammitglied in dem Kapitel Totenkopf und Kirschblüten. Also, schauen wir mal, wer uns dann dort so zu unserem Team dazustoßen wird. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schaltet doch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann und auf Wiedersehen.